Willkommen in Dunkle Geheimnisse bei Gothic. In dieser Folge wollten wir uns Richtung weiter in das neue Gardistenlager bewegen. Und da gibt es ja einige Neuerungen, die wir kennenlernen sollten. Ich denke, das ist okay so von der Helligkeit. Ja, so, da bin ich jetzt wieder. Gedanklich auch wieder voll beim Spiel. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter rein und gucken mal, was da los ist. Bin schon ganz gespannt. Ich dachte, das wäre schon lange hin. Und da wir in der letzten Folge das sogenannte Büro, könnte man sagen. Ja, oder sagen wir jetzt einfach Gothic-like, die Festung des Anführers entdeckt haben, gehen wir doch als erstes auch direkt zu ihm, bevor wir hier mit den ganzen Bewohnern sprechen. Ich finde, das macht eher Sinn. Was ist denn jetzt los? Ach nö. In diesem Ballwachs wollte ich doch gar nicht reden. Ich glaube kaum, dass obwohl, sich daran was ändern wird. Egal. Der hat eine ganz interessante Quest, dieser Boris. Da geht es um das Essen, was die Butler bekommen. Schlecht, dieser verdammte Koch schmeißt Gras und Menschenfleisch in seinen Topf. Ja. Einer der Butler hat sich bei Kasimir beschwert, dass der Koch uns 3 Tage hat hungern lassen. Als der Koch das herausfand, tötete er den Butler und schmiss ihn in seinen Topf und kochte ihn. Ja, das habe ich gemeint und ich meine es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dieses Lager hier ist absolut hardcore. Die treiben hier die übelsten Dinge, ne? Und Boris möchte halt, dass wir eben das an Kasimir melden. Dass die Leute hier Menschen Suppenfleisch zu essen bekommen. Ja, hört sich ein bisschen merkwürdig an, ist aber so. Du kannst dir deinen Erzbrocken sonst wohin stecken, sagt der Held. Wie frech. Lass uns lieber über was anderes reden. Ja, wir werden mal gucken. Was denn jetzt schon wieder? Ach, der will ja immer noch was zu essen. Okay. Das passiert mir nicht nochmal. Schinken, Fleischkeule, Fleisch. Also rohes Fleisch. Oder Nein sagen. Also wenn wir ihm den Schinken geben, gibt's wohl die beste Belohnung, gehe ich mal von aus. Wie wäre es mit einem frischen Schinken? Ja, 300 Erfahrung. Hört sich doch und sieht doch klasse aus. Soll das ein Scherz sein? Du hast Schinken? Ich würde mein Leben für ein Stück hergeben. Ja, super. Gucken wir mal, ob da noch was geht. Der Quatsch wird viel. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich habe genug von dieser verdammten Arbeit. Na, kann ich verstehen. Nicht alles glauben, was man hört. Lass uns lieber über was anderes. Ich halte mich da lieber raus. Ja, und er meinte gerade eben, ha, und was ist, wenn die Butler dann nicht mehr da sind? Wir könnten ja alle weggehen. Dann müssten die Gardisten selbst ihr Herz schürfen. Aber behalt's für dich. Hallo? So, diesmal ist niemand hier drin. Und so sieht uns auch keiner. Also wie gesagt, man findet Bier genug. Wäre mir das direkt früher eingefallen, in dieser einen bestimmten Folge, dann hätten wir gar nicht lange rumsuchen müssen. Also ich meine, in der Folge, als wir mit Mordrek losgelaufen sind ins neue Lager. Aber da fiel mir das eben einfach noch nicht ein. Und ich denke, das ist menschlich. So. Wir müssten irgendwo... Ja, da. Bier und Wein. Ein totes Skelett war das. Ne, wir gehen mal so dran. Sonst steht er nämlich nicht auf.
Der Seziel. Hört sich biblisch an. Ja, da muss man dann ein bisschen warten, sobald man ihn angeklickt hat. Bis er die Animation fertig hat. Das ist auch ein bisschen seltsam, aber anders geht's nicht. Okay, er will nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wurde das auch verändert. Der spricht auf jeden Fall nicht. Naja gut, also es kann schon sein. Ich dachte, das wäre schon lange. War doch klar, nee. Dass das Ärger gibt. Ich habe jetzt bestimmt 6-mal draufgeklickt und da passiert gar nichts. Hallo? Ich glaube kaum, dass ich okay, man muss ihn anklicken und dann, sobald er aufsteht. Ach komm, das ist auch verbuggt. Tut mir echt leid. Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. So extrem. Also ich konnte mit ihm reden. Hallo. Also ich versuche ihn anzusprechen, aber da tut sich gar nichts mehr. Naja gut, also es kann schon sein. Ne, also ich konnte früher mit ihm reden. Aber jetzt geht gar nichts mehr, ne? Lässt sich nicht ansprechen. Jetzt hat er den weggelegt. So, wenn er aufsteht, kann man dann nochmal versuchen. Ja. Also das ist meiner Meinung nach buggy. Das ist auch nicht normal. Wahrscheinlich mit einem späteren polnischen Patch dann nochmal verschlimmbessert. Man darf auch nicht alles glauben. Das passiert mir nicht nochmal. Du nennst mich einen Banditen, obwohl du selbst in der Gefängniskolonie sitzt. Das passiert mir nicht noch. Ich kam nicht als Gefangener hier rein. Verdammt nochmal. Ich bin ein königlicher Gardist. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Kann schon sein. Wenn du meinst. Also Seziel ist sehr eigen. Und hat seine eigene Meinung über die Kolonie. So, wir haben es geschafft. Wir konnten ihn doch ansprechen. Das. Nach unzähligen Versuchen. Schön. Also, dann werden wir hier mal abspeichern. Ich kann da schon ein interessantes Bild sehen. War doch klar, das ist nett. Ich glaube, das ist ein Hintern von einer Blondine. Ach, wir sehen es gleich. Hier liegen ja einige Sachen rum. Wo sollst du denn hingehen, du Wurm, hat er gesagt. Ja, geh mir aus dem Weg oder ich will zu eurem Anführer. Ja, wir wollen ja nur zum Anführer. Wir wollen niemanden provozieren hier. Du willst mit Kasmir reden? Okay, wir können zu ihm. Ich bin der Anführer. Ich bin Kasmirs rechte Hand. Also wenn ihr mal schon so redet, dann weiß man genau, was man von diesem halten soll. Du willst mir also weismachen, dass du der Anführer des Lagers bist? Sei still! Du redest so viel, du Wurm! Noch ein Wort und ich reiß dir die Zunge raus. Irgendwas sagt mir, dass es mit dir noch Probleme geben wird. Wenn du wüsstest, Alter. Es wird keine Probleme geben. Wir sind Probleme. War doch klar, dass das Ärger ist. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich halte mich da lieber raus. Aber behalt's für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Also wenn man die Dialoge von Melkor liest, dann kann man echt nur den Kopf schütteln. Der Typ hat echt einen an der Waffel. Hast du keine Angst, dass euch eines Tages die Butler ausgehen werden? Er fragt das halt, weil eben dauernd Butler aufgeknüpft werden. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. Das soll doch was dran sein. Aber warum tötet ihr sie dann? Und früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich dachte, das wäre schon lange gegeben. Wahrscheinlich hast du recht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wahrscheinlich hast du recht.
Verlass dich auf jemanden. Ja, gut, also es kann schon sein. Wenn du meinst, aber behalt's für dich. Ich höre nicht mehr auf das Mikrofon. Meiner Meinung nach geht das auch auf friedlicherem Weg, um sie unter Kontrolle zu halten. Deine Meinung interessiert mich aber einen feuchten Dreck. Oh, ich würde diese Dialoge so gerne so wirklich richtig hören. Ey. Das ist. Hast du Arbeit für mich? Aber behalt's für dich. Ja, er hat Arbeit für uns, dieser möchte gern Anführer. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. An der Geschichte muss wohl doch was drin sein. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine. Okay, also einige Butler sind nicht zur Arbeit gekommen. Das passiert an der Geschichte muss doch wohl was dran sein. War doch klar, dass das Ärger ist. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ah ja, okay. Sie faulenzen irgendwo hier im Lager rum. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Und was bekomme ich, wenn ich dir diese Butler vom Hals schaffe? Auch das war deutlich, vom Hals schaffen. Also Melko ist wohl egal, ob wir sie entweder zurückbringen oder direkt töten als Bestrafung. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Wenn ich dafür keine Belohnung bekomme, musst du dir einen anderen Dumpfkopf suchen, der für dich die Drecksarbeit macht. Ja, so sieht's aus. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Okay, war doch klar, also wir dürfen alles behalten, was wir bei diesen Butlern finden. Man muss eben aufpassen. Das soll als Belohnung reichen, hat er gemeint. Ja. Das ist doch mal ein leckeres Bildchen hier. Ne? Und das ist Kasimir. Und wo ist der Fokus? Da ist er. Hoppla. So, na, komm. Ich speichere nochmal lieber. War nicht besonders schlau. Früher wäre das ganz. Nee, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ich will mit dem Anführer reden, wenn er sitzt. Das sieht ja merkwürdig aus, wenn der aufstehen muss. Ein Anführer muss nicht aufstehen. Verlass dich auf. Hallo? Kannst du mal sitzen bleiben? Naja, egal. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. So. War doch klar, dass das Ärger ich damit nicht zu tun hat. Also wir können uns ja jetzt schon anschließen, steht hier. Wir fangen mal oben an. Du bist also der Anführer hier. Nein, ich bin nur derjenige, der hier die Scheiße wegputzt. Geil. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Warum muss jeder, der hier reinkommt, diese bescheuerte Frage stellen? Das ist so geil, ehrlich. Und danke nochmal für diese tolle Übersetzung. Ihr habt die Worte echt sehr, sehr gut getroffen. Muss ich schon sagen. Da hat das Übersetzungsteam wirklich, wirklich tolle Arbeit geleistet. Also die haben auch diesen rauen Ton, den ich vom englischen Dark Mysteries kenne, auch wirklich gut getroffen, muss ich schon sagen. So, es gibt da ein Problem mit dem Koch. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe Reihe. Es scheint so, als ob der Koch einen der Butler im Suppenkessel ertränkt hat. Hm. Was? Bring diesen Verrückten zu mir! Auf der Stelle! Okay. Wir sind aber noch nicht fertig mit dir. Ich möchte mich diesem Lager als Gardist anschließen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich glaube kaum, dass ich da was ändern wird. Ganz anders gelaufen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, jetzt hat er gefragt, warum er uns da zustimmen sollte. Erstmal abwarten. Komm, es ist ja nicht so heiß gegessen. Man hat hier ein paar Auswahloptionen, wie auch immer. Ja. Ich kann selbst die härtesten Aufgaben erfüllen. Immer wieder dieselbe Leier. War doch klar, dass das ärgerlich ist. Manche lernen gar nichts dazu. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Aber ich bin einverstanden. Wenn du dich wirklich umbringen willst,
habe ich ein Angebot für dich. Das hört sich ja schon mal ganz seriös an. Töte alle Mindcrawler in der Mine. Na gut, irgendwann mal. Irgendwann mal. Ganz schön klein. In seiner Haut will ich trotzdem. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und zu tun habe. Man darf auch nicht alles glauben. Naja, gut, also es kann schon sein. Ich habe in diesem Lager viele mutige Kämpfer gesehen. Warum tötet ihr die Mindcrawler nicht einfach selbst? Solange ich damit nichts zu tun habe. Wenn du meinst, man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Eben aufpassen, was man wahrscheinlich hast du recht. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Das passiert. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Es gibt also ein Nest, aus dem die Mindcrawler immer wieder herkommen. Immer wieder dieselbe Leier. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist wirklich nicht mein Problem. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Du hast gehört, was unser Anführer gesagt hat. Halt dein Maul und kümmere dich um die Crawler. Meint, der möchte gern Anführer. Also es ist nur wirklich nicht mein Problem. Ich glaube schon, dass ich da weiß dich auch jemanden, du bist verlassen. Okay. Gequatscht. Also, das ist jetzt ist auch so eine Sache. Ich habe das ja früher schon ausprobiert gehabt und man könnte jetzt hier den größten Wahnsinnigen spielen und so redet niemand mit mir sagen. Aber in dem Fall einfach bitte nur nicken. Du lernst schnell, ja. Aber wenn man sich mit Melkor anlegt, dann hat man sich soweit fast alles hier verbaut, da geht nichts mehr. Und da entgeht einem wirklich viel, also das würde ich euch nicht raten. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, wir sollten hier allen so richtig in den Arsch kriechen. Zwar nicht schleimerhaft, aber doch nicht unnötig die Leute herausprovozieren. Die sind nämlich ganz schön hardcore. So, wir gehen jetzt mal eben hier rein. Hallöle. Solange die Türe ja. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Schade. Okay. Dann werden wir. Man darf ja auch nicht alles glauben. Ja, mit wem reden wir denn jetzt als nächstes? Naja gut, also es kann schon sein. Nee, ich glaube, den Bereich dort hinten machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir hier noch in die Kneipe gehen. Ich dachte, das wäre. Aber wenn du meinst, ich mal. Aha. Würde mich interessieren, ob man diese Waffe hier aufheben kann. Wahrscheinlich hast du. Nee, kann man nicht. Sieht nicht so aus. Ah, Gothic 1 in seinen Fokus, ne? Na gut. Okay, also. Hier ist Butch. War das vielleicht der Koch? In seiner Haut. Ich halte mich da lieber raus. Will ich trotzdem nicht stecken. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Hallo. Ich hab Hunger. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Interessant, der Koch hat selber Hunger. Wieder dieselbe Leier. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, das war nicht besonders schlau. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Kannst du mir was verkaufen? Klar doch. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, was hat er denn? Erz? Ist schon mal gut. Boah, der hat hier ganz viele Bolzen und Pfeile. Ja gut, der Waffenkram interessiert uns nicht, aber hier, das muss man sich natürlich merken, ne? Das war doch klar, schön, dass es Ärger gibt. Kannst du mir was beibringen? Aber behalt's für dich, ich meine, muss ja nicht gleich jeder wissen. Ich kann dir die Diebesfertigkeiten zeigen. Oh. Das ist doch auch interessant. Wahrscheinlich hast du recht.
Das passiert mir nicht nochmal. Immer wieder dieselbe Leier. Aber gerne doch, wenn du jemandem... Wenn du jemanden ausrauben möchtest, schlag ihm von hinten eins auf den Kopf und raub ihn dann aus. So ungefähr. Hab's zu spät gesehen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist alles also, was dieser Butch kann? Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. So. Bring mir das Kochen bei. Aber eins für dich, man muss ja nicht gleich... Bring mir das Kochen bei. In Ordnung, ich zeige dir, wie du eine Gemüsesuppe kochst. Manche lernen eben gar nichts dazu. Wenn du meinst... Ja, das war nicht besonders schlau. Und der hat uns das jetzt beigebracht und zwar kostenlos. Das finde ich ja echt klasse. Naja gut, also es kann schon sein. Das hat noch nicht mal wirklich Erz gekostet. Finde ich gut. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich würde gerne mehr über das Kochen lernen. Also es ist nur wirklich nicht mein Problem. Nee, das war's. Er will nicht unbedingt alle seine Geheimnisse verraten. Okay. Ich damit nichts zu tun. Die Butler beschweren sich über deine Suppe. Hm. Gequatscht wird viel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen. Ach, eigentlich ist es egal. Solange ich damit nichts zu tun habe. Diese hinterhältigen Bastarde haben keine Ahnung von der hohen Kunst des Kochens. Aber du schon, ne? Indem du Menschen verkochst. Du tickst ja wohl nicht richtig. Lass uns lieber über was anderes reden. Das passiert mir nicht nochmal. Sicher doch, leider schwimmen in deinem Suppentopf noch die Überreste einiger Butler herum. Ey, diese Dialoge sind so klasse, ey. Die sind so geil. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Es ist schon ganz was anderes, ne, wenn man das auf Englisch liest oder auf Deutsch. Das ist so wirklich nicht mein Problem. Also, finde ich, es macht ganz was anderes her. Immer wieder dieselbe. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Okay, also wenn wir jetzt... Kasmir möchte mit dir reden. Ja, wenn wir diesen Dialog aktivieren, dann meinte ich mich zu erinnern, verlieren wir Butch vorerst als Verkäufer. Ich halte mich da lieber raus. Aber meine Erfahrungen und Pfeile und Bolzen gehen nicht weg, also... Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Ich bin mir jetzt wirklich ein bisschen unsicher. Verlass dich auf jemanden. Aber egal, komm. Wir wollen leveln, also brauchen wir Erfahrungspunkte. Du verdammter Hundesohn. Hast du mich verpfiffen? So geil. Solange ich damit nichts zu tun habe. Natürlich, in diesem Lager gibt es keinen Platz mehr für dich, oder? Natürlich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was Kasmir von dir will. Ja, das nehmen wir mal. Das wäre schon lange geklärt. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Erstmal abwarten. Komm, es wird ja auch nicht so heiß gegessen. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ich glaube, der nimmt uns das nicht ab. Du bist sogar noch schlimmer oder dümmer, als ich gedacht habe. Ich werde dieses Lager jetzt verlassen. Aber keine Angst, wir sehen uns wieder. Ja, das stimmt, aber natürlich erst später. Warte mal, Bürschchen. Kannst du mir was verkaufen? Ah ja, okay. Solange noch in unserer Nähe ist, verkauft er noch. Gut. Dann hätten wir hier den Orlan. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Orlan. Hallo, Orlan. Früher wäre das Sag bloß. Gelaufen. Dich kennen wir doch. Naja gut, also es kann schon sein. Wer bist du? Wenn du meinst, ich bin der Wirt. Ist das nicht offensichtlich? Wahrscheinlich hast du recht. Kann schon sein. Hast du was zu trinken? Ja, das war nicht besonders schlau. Ja, aber nicht für dich.
Es wäre eine Verschwendung, einem Mistkerl wie dir Alkohol zu geben. Junge, du kannst deine eigene Pisse saufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ihr müsst diese Mod zocken. Wer das nicht tut, ist selber schuld. Leute, es gibt ja so viel Gefühl, das ist unglaublich, das ist so klasse. Verlass dich auf jemanden und also wer die Mod nicht zockt, der ist selbst schuld. Ganz ehrlich. So, wir haben jetzt hier ein paar Menschen mit Namen, sogar einen Musiker. Mal gucken, was der zu sagen hat. Wer bist du? Woher nehmen sie nur diese Idioten? Beurteilst du alle Leute anhand ihrer Kleidung? Und dass die Schatten solche Rüstungen tragen, interessiert mich einen Scheiß. Der ist auch cool drauf, der Musiker. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wahrscheinlich hast du an der Geschichte muss wohl doch was dran. Ich bin der berühmteste Poet in der ganzen verlausten Kolonie. Kannst du da sein? Der Held. Ach so, weil du wahrscheinlich der einzige Poet hier im Lager bist. Sobald die Barriere fällt, kümmere ich mich um dich, hat er gemeint. Na gut. So. Gehen wir ihm weiter auf die Nerven? Damit wir schön aufs Maul kriegen. Ach, deswegen ist er in die Kolonie gekommen, okay. Der erinnert mich so ein bisschen an diesen Musiker von Asterix und Obelix. Den haben sie auch nie gemocht, weil er halt eben ein ganz besonderer Poet war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da gab es einen, der hat immer so schrecklich gesungen, weil er halt eben eine ganz... Naja, er hatte halt eine außergewöhnliche Stimme. Sobald ich von hier entkommen bin, werden sie alle unter schrecklichen Qualen sterben. Also der Musiker ist richtig sauer auf die Leute, die ihn hier reingeworfen haben. Aber zuerst muss ich mich an diesen Hurensöhnen am Austauschplatz kümmern. Was ist mit diesen Gardisten vom Austauschplatz? Diese unverschämten Typen haben mich bei meiner Ankunft verprügelt. Ja, ja, genau. Um die müssen wir uns auch noch kümmern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das passiert mir nicht nochmal. Das wird kaum gesichert. War doch klar, dass das kam. Okay, ich glaube, wir kriegen von ihm eine Quest. Ich kann mich nicht erinnern, dass es früher auch so war. Na gut, töte diese Gardisten und du bekommst zum Tausch den Schlüssel zum Turm des alten Lagers. Hey, ich glaube, das ist neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals für diesen... Möchte gern Poet hier meine Quest erledigt hätte. Okay, ich bin dabei. Aber für
Vielleicht habe ich das auch einfach immer abgewählt. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Die Gardisten sind Gori und Lukis. Ah, klasse. Die zwei sind sowieso komisch drauf. Also wenn die unter der Erde sind, interessiert das sowieso, glaube ich, niemanden. Klasse. Kannst du mir etwas vorsingen? Okay, er hat keine Zeit. Wir sollen abends in die Taverne kommen. Schön. Das hat mir doch jetzt richtig gut gefallen, das Gespräch mit ihm. Ich glaube, in der englischen Fassung habe ich den immer weggeklickt, weil er eben so eine lange Geschichte hatte und die fand ich überhaupt nicht interessant. Vielleicht habe ich deswegen die Quest auch verpasst. So, das ist Verdon. Der beste Armbrustschütze in der Kolonie. Ah ja. Vielleicht können wir etwas für ihn tun. Wer? Du? Ein Frischling? Sammle erstmal etwas Erfahrung. Ah, genau. Wir können für ihn eine Aufgabe erledigen, aber erst ab einem bestimmten Level. Stimmt. Ja, ja, und das wird eine ganz tolle Erfahrung werden, die wir mit Verdon machen. Wer bist du? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Ich rede nicht mit Landstreichern. Hoppla. Verschwinde aus meinem Blickfeld. Der ist dicht und dürre. Den lassen wir lieber mal in Ruhe. So, wir haben hier noch einen. Mit dem reden wir und dann sollte es gut sein für diese Folge. Ach komm. Ich hätte gern eine ganz gute Position. So. Der Slicer. Und, wer bist du? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Junge, Junge. Ich habe ja nur gefragt. Ich dachte... Ja, ja, du denkst zu viel. Also Slicer ist schon sehr lange in dieser Kolonie. Und er war sogar mal Ritter, behauptet er. Was macht denn ein Ritter in so einem Loch? Das ist eine lange Geschichte. Ja, und die ist wirklich lang. Ach, und die Kneipe gehört auch ihm. Jetzt verstehe ich auch, warum Orlan für ihn arbeitet. So. Warum ist die Mauer deiner Kneipe eingerissen? Dieser Vollidiot Garda hat mit seinem Katapult auf meine Kneipe geschossen. Ja, jetzt haben wir uns selbst gespoilert. Es gibt hier also in der Mod ein Katapult. Okay. Was war das für eine Sache mit Garda? Ja,
So, er möchte ein Bier. Bitteschön. Der Regen ist jetzt auch vorbei. Ja, das nervt mich auch an Gothic 1, ne? Wenn die anfangen irgendwas zu trinken und dann ist plötzlich das Modell dann weg, also das Bier. Finde ich ein bisschen schade. Das sieht dann ein bisschen merkwürdig aus. Lass uns lieber über was anderes reden. Dieser Volltrottel baut sich ein Katapult und weißt du auch wofür? Vielleicht um Orks zu vernichten? Nein, du Dummkopf. Lass uns lieber über was anderes. Boah, ich könnte mich so an diese Redensart hier gewöhnen, ne? Ich bin richtig begeistert davon. So stelle ich mir die Kolonie vor, hey. Richtig hardcore. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Kann schon sein. Okay. Manche lernen eben gar nichts dazu. Kannst du mir was beibringen? Wahrscheinlich hast du recht. Ja. Das haben wir auch von Medin schon gehört, dass Slicer uns stärker machen kann. Sehr praktisch. So. Jetzt kommt eine interessante Quest. Hast du Arbeit für mich? Das war nicht besonders scharf. Tief unten im Orkgebiet hat sich ein Haufen von Orkjägern verschanzt und ein Lager dort errichtet. Oh je. Da ist ein Kerl, der heißt Traffix. Ja, und der schuldet halt Slicer noch 500 Erz. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnern kann. Also wir sollen ihm nicht das Erz bringen, sondern einfach diesen Traffix umlegen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Was? Wie zum Teufel soll ich einen der Orkjäger töten? Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Wenn du meinst. Gut, das war jetzt auch ein sogenannter Spoiler. Es gibt ja auch Orkjäger. Ist auch eine Gilde. Kannst du mir den Weg zu den Orkjägern beschreiben? Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnern wird. War nicht besonders schlau. Manche lernen eben gar nichts dazu. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich will diese Rüstung haben. Ehrlich, ich finde die so geil. Gut, wie geht's? Könnte besser sein. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Okay, ich denke, das war's. Kann ich da mal vorbei? Ich weiß zwar nicht warum, aber du kannst gerne vorbei. Okay. Dann laufen wir eben noch hier oben ab und dann ist es wirklich gut mit dieser Folge. Dann fehlt uns noch der Bereich mit dem Katapult. Das kennen wir noch nicht. Dort sind, glaube ich, auch noch einige Butler. Ja, und dann hätten wir dieses Lager hier soweit kennengelernt. Aber Moment mal, ich dachte, hier wäre noch etwas. Vielleicht täusche ich mich auch. Ne, hier war nichts mehr. Okay, dann beende ich an dieser Stelle diese schöne Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!